Oder sehr sympathische Menschen und so weiter, ja. Das hängt mit einer Frequenz oder mit einem Frequenzband zusammen, das wir im Delta-Bereich entdeckt haben. Im Delta-Bereich sind Frequenzen, die ganz bestimmte Bilder ergeben. Zum Beispiel hat eine Person, die zum Beispiel eine andere liebt, die gleichen sich alle, diese Bilder. Also wenn ich jetzt meine Frau liebe oder jemand seine Freundin liebt, dann sind das einfach ganz spezifische Gehirnmuster, die sich da ergeben. Und man kann sagen, das ist ein Liebesmuster. Oder wenn jemand jetzt zum Beispiel versucht, Heilenergie jemandem zu schicken, dann gibt es wieder ein anderes Muster, aber sie sind erkennbar. Das ist jetzt ein Heilmuster oder das ist ein Liebesmuster, das ist ein Sympathiemuster. Das können wir inzwischen, also wir sagen dazu Patterns. Und gibt es auch bestimmte Patterns bei den Remote-Viewern während ihrer Session? Ja. Und da gibt es nicht nur in diesem Kanal, sondern die Remote-Viewer unterdrücken teilweise ganz spezifische Frequenzen und andere werden wieder hervorgehoben. Das gibt es also spezifische Profile, die Sie über relativ lange Zeit einhalten können. Das ist ja interessant, weil gerade beim Remote-Viewing selber dieses Ideogramm, was erstellt wird, ja auch aus der Remote-Viewing-Methodik her als so ein Pattern, so ein piktogrammartiges Gebilde erklärt wird. Ne? Und da haben wir dann eine Übereinstimmung mit den Frequenzmustern im Gehirn.